Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem Spezialpart von Ghost Trick Phantom Detective. Einige Leute von euch wollten diesen Spezialpart sehen, wo ich dann nochmal hier die Informationen vorstelle. Und das werde ich auch nochmal machen. Aber vorher muss ich eine Spoilerwarnung ausgeben. Falls ihr mein Let's Play noch nicht zu Ende geschaut habt oder falls ihr das Spiel noch nicht zu Ende gespielt habt oder falls ihr ein anderes Let's Play davon noch nicht zum Ende gespielt habt oder was weiß ich denn, wie ihr dieses Spiel na, erfahrt, spielt, keine Ahnung, mitbekommt, ich weiß es nicht. Massive Spoilerwarnung. Also, falls ihr das Ende noch selbst erleben wollt, dann schaltet jetzt am besten ab. Falls nicht, dann macht weiter, ist mir egal. Auf jeden Fall, ihr seid gewarnt und damit ist meine Arbeit erledigt. Naja, nicht ganz, ich muss euch das noch vorstellen, aber das mache ich ja gerne. So, ich klicke mal da drauf. Das Ganze ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben einmal hier zwei Reiter. Wir haben Personen und wir haben das Telefonbuch. Unter den Personen sehen wir natürlich, ja, wie sollte es anders sein, die ganzen Personen, die im Spiel vorgekommen sind. Und wir können da draufklicken und erfahren Informationen. Wir sehen zum Beispiel hier, Moment, ich mache das mal eben bei einem besseren Beispiel, damit ich euch das zeigen kann. Wie wäre es denn mit uns? Das ist, glaube ich, am einfachsten. Dann zum Beispiel ganz am Anfang des Spiels wurde uns die Information gegeben, ich verlor mein Leben an einem einsamen Ort. Ich kann nicht vorlesen. Es ist unglaublich. Ich verlor mein Leben an einem einsamen Ort am Rand der Stadt. Ich will mein Gedächtnis wiederfinden und die Wahrheit hinter meinem Tod erfahren. Meine einzige Spur ist die Rothaarige, die meinen Tod beobachtet hat. Das waren die Informationen, die wir ganz am Anfang bekommen haben. Dann, nachdem die Story ein bisschen vorangeschnitten ist, haben wir neue Informationen bekommen. Das sah dann so aus, dann wurde das aktualisiert und sah so aus. Ich verlor mein Leben an einem einsamen Ort. Ich kann diesen Satz nicht vorlesen, das ist unglaublich. Ich verlor mein Leben an einem einsamen Ort am Rand der Stadt. Ich will mein Gedächtnis wiederfinden und die Wahrheit hinter meinem Tod erfahren. Meine einzige Spur ist Lynn, die Frau, die meinen Tod beobachtet hat. Ja, ihr seht jetzt, da hat sich nicht wirklich viel geändert. Also die Hälfte ist gleich. Das Einzige, was sich wirklich geändert hat, ist, dass die Frau mit den roten Haaren in Lynn umbenannt wurde. Und das zieht sich weiter so durch. Also von Mal zu Mal ändert sich da nicht so viel. Deswegen habe ich nicht vor, das alles vorzulesen. Vor allem, weil einige Charaktere sehr viele Seiten haben. Wie zum Beispiel ich. Hier 15 Seiten. Lynn hat 15 Seiten. Dann kommt wieder nur zwei bei Ray und so. Aber andere Charaktere haben dann wieder mehr. Zum Beispiel hier, Camilla hat 11 und so weiter. Rakete hat 7, das ist auch schon viel. Und es ist halt relativ unspektakulär und langweilig, das vorzulesen. Deswegen werde ich das lassen. Wo ich aber gerade bei den Charakteren bin, muss ich noch was loswerden. Denn mir ist nämlich was aufgefallen, als ich die letzte Folge von Ghost Trick gesehen habe. Und zwar, also ich habe es mir nochmal angeschaut. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte mich ja gewundert, warum Sizzle am Ende die Temsig-Aura um sich rum hat. Und zwar glaube ich, dass Folgendes passiert ist. Denn wir haben ja die Bahn vom Temsig-Splitter abgewendet, also verändert. Und sie hat ja nicht Ymir getroffen, sondern ist in Joes Bein reingegangen. Ich glaube aber, dass es nicht in Joes Bein reingegangen ist, sondern das Bein durchschlagen hat. Und dann Sizzle getroffen und getötet hat. Das würde einmal erklären, warum Sizzle bewusstlos ist, wenn als Lynn ihn aufgehoben hat. Denn er war zu dem Moment tot und war noch ohnmächtig. Dann würde es auch erklären, warum Sizzle in den 10 Jahren kein bisschen gealtert ist. Und last but not least würde es vor allem erklären, warum Sizzle die Temsig-Aura um sich rum hat. Also denke ich mal, Sizzle ist eigentlich tot. Sein Geist ist aber in ihm drin geblieben und er hat dieselben Fähigkeiten, die Ymir bekommen hatte, als der später in ihm stecken geblieben ist. Und zwar kann es Tiere manipulieren, auch tote Tiere. Und hat das nicht bemerkt und ist halt tot, aber kontrolliert sich noch selbst und hat ein schönes Leben, da es ja nicht irgendwo anders hin ist und gar nicht weiß, dass es tot ist. Und das Ganze hat dann noch Potenzial, dass es einen zweiten Teil geben wird, irgendwann mal vielleicht, weil wir haben ja noch einen Geist. Aber mal schauen. Eventuell irgendwann. Ich würde mir keine zu großen Hoffnungen haben, aber vielleicht haben wir Glück. So. Dann, nach den Personen, haben wir noch das Telefonbuch der andere Reiter. Da werden halt uns alle Orte angezeigt, an denen wir mal waren. Hier der Schrottplatz, das Büro des Taubenmannes und so.
Da ist, glaube ich, ein bisschen weniger Text. Ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt. Aber das werde ich auch nicht alles vorlesen. Das ist einfach zu viel. Was ich machen kann, ist vielleicht die letzte Seite von allem einmal vorlesen. Das ist vielleicht ganz in Ordnung. Aber ansonsten soll es dann auch schon gewesen sein. Was sehr schön ist hier zum Beispiel bei mir ist, bei Sizzle. Wir sind am Anfang, denken wir doch, wir wären hier Jomiel. Und dann, plopp, zu dem Zeitpunkt realisieren wir dann, dass wir absolut nicht er sind und wollen das Bild nicht mehr aufrechterhalten. Und da ändert sich dann der Sprite oben zu der Seele, was ich ziemlich cool finde, dass das hier auch dieses Detail genommen wird. So, also wie gesagt, ich werde immer die letzte Seite vorlesen und dann, ja, wird das auch nicht so ein langes Video. Was auch sehr schön, was ich sehr schön finde, sind immer die Titel von den Leuten. Zum Beispiel ich das Rätsel, das rothaarige Ziel und so weiter. Aber nun gut. Ich das Rätsel. Ich verlor mein Leben an einem einsamen... Dieser Satz, ey. Ich verlor mein Leben an einem einsamen Ort am Rand der Stadt. Geht doch. Ich weiß nicht, wer ich bin. Der Mann, von dem ich dachte, dass ich es bin, wurde vor 10 Jahren von einem Meteoriten getötet. Ich bin zurückgereist und habe alles selbst gesehen. Ja, man merkt, die Informationen sind leider nicht ganz aktuell. Also das, was wir am Ende noch erfahren, dass wir Sizzle sind, eine Katze, es steht leider nicht drin. Auch dass Rakete eigentlich Ray war die ganze Zeit, steht auch nicht drin. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ich finde, ja, wir wissen ja, was passiert ist. Und ihr merkt jetzt vielleicht auch, warum ich während des Spiels nicht die ganzen Informationen immer wieder vorgelesen habe. Denn jedes Mal so eine Seite, was eigentlich nur nochmal eine Zusammenfassung von dem ist, was wir da erlebt haben im Kapitel, wäre, glaube ich, ziemlich langweilig gewesen. Aber nun gut, das nächste ist Lynn, das rothaarige Ziel. Ich muss nur eben zur Seite 15 vorspringen, das dauert natürlich ein bisschen. So. Eine Kommissarin, die bei meinem Tod vor Ort war. Ihr Name ist Lynn. Sie und Camilla sind in dem sinkenden U-Boot gefangen, der Yonoa. Die Kräfte der Toten und Kommissar Jode sind unsere letzte Hoffnung. Dann der Lichtstrahl. Er nennt sich Ray. Ich weiß nicht, wer er wirklich ist. Er hat mir das Geheimnis der Kräfte der Toten erklärt. Er möchte, dass ich die Wahrheit hinter den merkwürdigen Ereignissen heute Nacht in dieser Stadt herausfinde. Tja, wir wissen mittlerweile, das ist Rakete, aber... Das Spiel weiß es nicht. Der Jäger in der Nacht. Er nannte sich selbst der kurzsichtige Diego. Er war ein Scharfschütze mit einer goldenen Waffe. Jemand hatte ihn beauftragt, Kommissarin Lynn und mich zu töten. Aber wegen eines unglücklichen Unfalls ist er nicht mehr da. Tja, und wer war für diesen Unfall verantwortlich? Ich nicht, nein. Der Schurke mit den Brauen. Das ist tatsächlich das Merkmal, das ihn am meisten ausmacht, außer der blauen Hautfarbe. Ein Schurke, der heute einen Deal mit mir machen wollte und der etwas mit den Kräften der Toten zu tun hatte. Er wusste, dass diese Kräfte von Meteoritensplitter stammen, daher stahl er ihn aus dem Körper des Mannes in Rot und ist floh. Was? Daher stahl er ihn aus dem Körper des Mannes in Rot und ist floh. Müsste es nicht eigentlich heißen und ist geflohen? Wahrscheinlich war nicht mehr genug Platz in der Sprechblase. Oder das ist einfach ein sehr grober Übersetzungsfehler. Wie auch immer, die Yonoa ließ er zurück und ist floh, genau. Das maskierte Muskelpaket, der Roboter. Ich finde es sehr cool, wie er da diese Maschinen bedient. Also er tippt drauf und dann passiert nichts und dann schlägt er und erst dann passiert was. Das heißt, braucht er das gar nicht und überträgt die Signale per WLAN irgendwie an die Geräte oder... Das Gerät, er gibt die Befehle ein, aber das Ding hat keine Enter-Taste, deswegen muss er draufschlagen. Das wird dazu passen, dass die Technologie aus diesem Land so ein bisschen daneben ist. Also ich will auch so ein Ding haben, wo man draufschlagen muss, um Enter zu drücken. Ich glaube, das wäre teilweise sehr gut zum Stress abbauen. Muss aber stabil genug sein, sonst geht es ja sofort kaputt. Aber nun gut. Er scheint der Diener des alten Mannes zu sein. Er bedient die Maschinen in dem merkwürdigen Raum sehr gekonnt. Durch draufhauen. Anscheinend ist er ein ausgeklügelter, ferngesteuerter Roboter. Er hat Jode mit einem Maschinengewehr erschossen. Dann haben wir der andere Auftragsmörder, beziehungsweise den anderen Auftragsmörder, aber ich lese die Titel so vor. Ein Mörder, der im Auftrag des alten Mannes hinter Lynn her war. Sein Name war Einen Schritt voraus Tango. Er war der Rivale des kurzsichtigen Django. Des kurzsichtigen Diego. So. Er folgte Lynn zum Schrottplatz, wurde aber Opfer eines unglücklichen Unfalls.
Dann haben wir die kleine Lady Camilla, die am Anfang die leckeren Donuts hatte. Ich will auch Donuts haben. Ja, und ich will Hähnchen haben, wie aus dem Hähnchenparadies. Sie ist Kommissar Jokes Tochter. Ihr Name ist Camilla. Offenbar glaubte sie, dass ihre Mutter durch eine Falle getötet wurde, die sie gebaut hatte. Sie und Lynn warten darauf, aus der sinkenden Junoa gerettet zu werden. Dann haben wir der tapfere Begleiter. Das ist die erste Seite. Ich will mal die letzte Seite vorlesen. Moment. Ein freundlicher kleiner Zwergspitz namens Rakete. Er wollte nicht ins Leben zurückkehren, um die kleine Lady mit seinen Kräften zu beschützen. Er reiste mit mir 10 Jahre in die Vergangenheit, um mir bei dem letzten Kampf gegen das Schicksal zu helfen. Und jedes Mal, ihr seht das hier, ein freundlicher kleiner Zwergspitz, ein freundlicher kleiner Zwergspitz, ein freundlicher kleiner Zwergspitz, ein kleiner freundlicher kleiner Zwergspitz. Ihr versteht hoffentlich, warum ich nicht wirklich jede Seite vorlesen möchte. Das wäre einfach extrem langweilig und würde lange dauern. Und davon hätte weder ich was, weil ich langweile mich beim Vorlesen und ich denke auch nicht, dass ihr das alles sehen wollt. Und wahrscheinlich gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, ja, ich will es doch sehen, na. Aber, weißt du was? Pech gehabt. Spielt das Spiel selber, dann kannst du alles durchlesen. So, was haben wir denn hier? Die parfümierte Lady, Lynns Nachbarin namens Emma. Als Protest gegen den Hinrichtungsbefehl durch den Minister, ihren Mann, ist sie mit ihrer Tochter ausgezogen. Sie hat sich mit ihrem Mann versöhnt, aber ihr Schicksal hat heute Abend viel mit einem Kronleuchter zu tun. Oh ja, das war cool, als sie dann im Thronleuchter. Ich sollte echt nochmal das Vorlesen üben. Als sie da in dem Kronleuchter festhing, das war echt cool. Aber wann haben wir erfahren, dass sie Emma heißt? Das wusste ich nicht. Oder habe ich da gepennt? Naja, egal. Als nächstes müsste dann wahrscheinlich ihre Tochter kommen. Genau, das fiebernde Teekesselchen. Seite 7. Die Tochter der Lady in Violett. Ihr Name ist Amelie. Nachdem der Frieden in ihrer Familie wiederhergestellt ist und sie endlich ihren Papa anrufen konnte, schläft sie jetzt tief und fest. Vielleicht ist sie ja von dem ganzen Drama erschöpft. Ich weiß nicht, wie gut ich schlafen könnte, wenn da oben irgendwer in einem Kronleuchter drin rumbaumelt. Aber na gut, sie ist krank, da ist das vielleicht verständlich. Der besorgte Gentleman. Naja, also so gentlemanhaft fand ich ihn jetzt nicht, aber nun gut. Der Justizminister, der alleine in seinem prunkvollen Büro sitzt und leidet. Er wurde manipuliert, die Hinrichtung des Todeskandidaten zu befehlen. Er will nicht, dass es bekannt wird und macht sich Vorwürfe. Er hat aber beschlossen, die Hinrichtung aufzuhalten. Dann haben wir der grüne Kommissar, ein Mitglied der Polizei. Er untersucht meinen Mordfall. Sein Partner ist der blaue Kommissar. Er ist Inspektor Campanella unterstellt. Sein Name ist offenbar Kommissar McCaw. Caw. Ist der ein Rabe? Beziehungsweise eine Krähe? Der blaue Kommissar, sogar nur eine Seite. Ein Mitglied der Polizei. Er untersucht meinen Mordfall. Sein Partner ist der grüne Kommissar. Er ist Inspektor Campanella unterstellt. Der seltsame blaue Arzt. Ein falscher Gerichtsmediziner, der mit dem Mann in Rot zusammenarbeitet. Er wollte die Leiche vom Tatort stehlen, aber Inspektor Campanella hat ihn durchschaut und bestochen, die Leiche in den Keller des Wartungsgebäudes auf dem Schrottplatz zu bringen. Aber eigentlich müsste der doch auch aus dem anderen Land sein, denn er hat auch diese blaue Hautfarbe, oder? Dass er sich dann einfach so bestechen lässt, das ist schon mysteriös, aber nun gut. Haha, der flotte Gesetzeshüter. Na, wo haben wir es denn da? Der Leiter der Sonderkommission. Er besteht auf einer makellosen Bilanz, damit er die Unschuld seines Freundes beweisen kann. Er schoss eine Kugel mit einem Funksender an die Leiche des Mannes in Rot und drängte Lynn, den Fall abzuschließen. Der Kommissar mit der Kappe. Er ist Inspektor Campanella unterstellt. Sein Name ist Kommissar Rinch. Nachdem er Lynns Geschichte im Restaurant gehört hatte, macht er sich auf die Suche nach der kleinen Lady. Und der Hüter des Parks, der war cool. Wenn auch ein bisschen nervig, aber nun gut, ein Mann, der den Park beschützt. Vor 10 Jahren beobachtete er, wie Lynn von einem fallenden Meteoriten gerettet wurde. Um den Fels der Götter zu beschützen, machte er sich jetzt dafür stark, dass der Park nicht in ein Wohngebiet verwandelt wird. Dann haben wir den Taubenmann. Oh, der ist cool. Vor allem, ich mag seine Taube. Ich frage mich nur, macht sie da eigentlich auch hin auf seinen Kopf oder geht sie dafür runter? Ich will es, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Der Vorsteher des Schrottplatzes. Er war Gerichtsmediziner, verließ die Polizei aber, um die Strahlung des Meteoriten zu untersuchen. Er errichtete die Falle im Keller des Gebäudes nach den Angaben in Campanellas Bericht, um Joes Fall auf den Grund zu gehen. Der fröhliche Tenor.
der leckeres Hühnchen macht. Der Küchenchef des Hühnchenparadies, des Paradieses, erscheint gerade etwas ausliefern zu sollen, singt aber stattdessen fröhlich auf der Schaukel des Parks vor sich hin. Wie auch immer er dahin gelangt ist, das ist auch irgendwie ein ungeklärtes Rätsel. Und habe ich das gerade richtig gesehen, dass er eine andere Animation hatte am Anfang? Tatsache, da singt er noch und da ist er in der Küche. Ein typischer Polizist. Wahrscheinlich ein Polizist, der meinen Mordfall untersucht. Es gibt so viele davon, dass ich sie nicht auseinanderhalten kann. Tja, ein Mann ohne Eigenschaften. Ein strenger Mann in Blau. Der Wächter im Gefängnis. Er sitzt nicht mehr an seinem Schreibtisch und arbeitet. In schlimmen Situationen tanzt er den Paniktanz. Ein Tanz, der seit Generationen in seiner Familie getanzt wird. Der Rockerknacki. Ein Rock'n'Roller, der während seiner landesweiten Live-Sendung Staatsgeheimnisse im Fernsehen gesungen hat. Obwohl er zu seinen Verbrechen manipuliert wurde, wird er in seiner streng geheimen Forschungsanstalt gefangen gehalten. Eine Forschungsanstalt nennt man das also. Alles klar. Oh, der Curry-Knacki. Ein komischer Kerl, der das Polizeihauptquartier besetzte und Curry mit Reis forderte. Obwohl er zu seinem Verbrechen manipuliert wurde, wird er in einer streng geheimen Forschungsanstalt gefangen gehalten. Und für ihn wurde das Curry-Hähnchen gemacht. Das würde ich auch echt gerne mal probieren. Es ist bestimmt lecker. Der Schicksalsgefangene. Unser guter Joach. 12 Seiten. Oh, weia. So. Ein ausgezeichneter Kommissar namens Joach. Seine Hinrichtung wurde abgesagt. Er stahl sich in das U-Boot, um seine Tochter zu retten, wurde aber getötet. Um sein Schicksal zu ändern, muss ich 10 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen. Der Mann mit Juckreiz. Ach, deswegen kratzt er sich die ganze Zeit mit seinem Fuß. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an einen Affen. Der Chef der Sonderkommission. Seine Aufgabe besteht darin, an seinem Schreibtisch auf der Wache zu sitzen, Kommissaren Befehle zu erteilen und mit seinen juckenden Zehen zu wackeln. Die süße Hühnchenträgerin. Eine Ermittlerin, die verdeckt als Kellnerin im Hühnchenparadies arbeitet. Ihr Name ist Memory. Sie hat eine Wanze im Hühnchen des verdächtigen Paares versteckt. Sie ist eine Kollegin des Kommissars, der vom Park aus observiert. Blauer Mann, schwarzes Herz. Eine Hälfte des Paares, das gekommen ist, um den Deal abzuschließen, der die Zukunft der ganzen Nation beeinflussen könnte. Als er Camilla statt der Tochter des Ministers entführte, überfuhr er versehentlich mit seinem Motorrad das kleine Hündchen. Blaue Frau, schwarzes Herz. Die Hälfte eines Paares, das gekommen ist, um den Deal abzuschließen, der die Zukunft der ganzen Nation beeinflussen könnte. Das Paar hat Camilla entführt. Sie hat einen starken sechsten Sinn und kann scheinbar meine Gegenwart spüren. Und wir haben nie erfahren, warum genau sie das uns spüren können. Aber nun gut, so ist das Leben halt. Vielleicht in Ghost Trick 2, vielleicht kommt es ja nochmal vor, falls Ghost Trick 2 irgendwann kommt. Man weiß es nicht. Der schnelle Gläserpolierer. Ein strenger Barkeeper im Restaurant Hühnchenparadies, der andauernd Gläser poliert. Er scheint aus dem Glas in seiner Hand nichts zu bemerken. Oder etwa doch? Die geliebte Mutter. Camillas Mutter und Joachs Frau. Vor 5 Jahren wurde sie erschossen, als die Falle, die Camilla für ihren Geburtstag gebaut hatte, eine unmögliche Bewegung machte. Es kann gut sein, dass der Manipulator etwas mit ihrem Tod zu tun hat. Ein Handlanger. Noch ein Mann ohne Eigenschaften. Ein Besatzungsmitglied des U-Boots Junoa fürchtet sich vor den ruhelosen Geistern, die er an Bord hört, und beschließt, seinen Job hinzuschmeißen. Und um einmal Marc-Uwe Kling zu zitieren, ein Idiot in Uniform ist immer noch ein Idiot. Das andere Ich, Junge, ja. Der Mann, den ich verfolgte und von dem ich dachte, dass ich es bin. Sein echter Name ist Jumiel. Früher war er ein führender Systemingenieur, wurde aber aus Spionageverdacht festgenommen. Er starb vor 10 Jahren im Park. Nun möchte er ein neues Leben. Und das war's mit den Charakteren. Ich werde jetzt noch einmal das Telefonbuch durchgehen. Das ist nicht so viel. Also wir haben ja nicht so viele Orte wie Charaktere kennengelernt. Na, wobei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Naja, das geht ja noch. 14 Orte in 18 Kapiteln, das ist in Ordnung. Und dann werde ich auch die Folge beenden, denn wirklich mehr gibt es nicht mehr zu erzählen und zu zeigen. Also, der Schrottplatz. Dabei ist es genauso wie bei den Charakteren immer das letzte vorlesen. Der Ort, an dem ich mein Leben verlor. Es scheint ein Schrottplatz am Rand der Stadt zu sein. Die Kommissare, die an meinem Fall arbeiten, sind fort. Zurück bleibt nur eine wackelnde Schreibtischlampe. Büro des Taubenmannes.
Das Büro des Wartungsgebäudes, des Schrottplatzes. Der Vorsteher des Schrottplatzes untersucht hier die Temsig-Strahlung und den Manipulator. Sehr schön finde ich auch, dass man hier erstmal Fragezeichen hat und keine Ahnung hat, was für ein Gebiet ist das dann. Und dann, wenn man mehr Informationen hat, weiß man, aha, das ist der Keller des Taubenmanns. Der Keller des Wartungsgebäudes auf dem Schrottplatz. Die mysteriöse mechanische Mordmaschine hier wurde nach der Beschreibung in den Polizeiberichten des Falls vor 5 Jahren gebaut. Der Mann in Rot hat sie in die Luft gejagt. Das Büro der Uniformierten. Hier arbeiten die uniformierten Männer. Man nennt es Gefängnis. Eine merkwürdige Spannung liegt in der Luft. Die Telefonleitung führt anscheinend zu einem Ort namens Todeskammer. Gefängnishof im Mondschein. Irgendwo auf dem Gefängnisgelände. Nach der Flucht aus seiner Zelle wurde Jode hier von Inspektor Cabanela gefasst. Etwas anderes gibt es hier nicht. Das finnische Paradies. Ich wünschte, das gäbe es im echten Leben. Und hier in der Nähe, dann würde ich da, glaube ich, ab und zu mal essen gehen. Oh ja. Ein auf Hühnchen spezialisiertes Restaurant. Heute ist es auch Punkt X und wird von der Polizei observiert. Das verdächtige Paar ist nirgends zu sehen. Das ist irgendwie so Kentucky Fried Chicken in gehobener, in schöner. Und wahrscheinlich auch in leckerer. Wobei, ich habe eigentlich nichts gegen KFC. Esse ich ab und zu mal ganz gerne, aber nicht zu oft, ist mir zu teuer und naja. Keine Daten. Küche im Hühnchenparadies. Die Küche des Restaurants Hühnchenparadies. Die lästige Ermittlerin ist nicht zu sehen und das Restaurant scheint wieder ruhig zu sein, nachdem das Hühnchen runtergekommen ist. Wobei, das ist ja gar nicht mehr runtergekommen. Das haben wir ja geändert. Die rote Wohnung der Lady. Dies ist der Ort, an dem die Frau des Justizministers sich zurückgezogen hat, als sie ihn verließ. Nach einem dramatischen Kampf sind die Familienbande wieder gestärkt. Die Tochter ist schwindelig. Sie liegt unter der Decke. Ach so, nein. Sie liegt unter und die Lady ging an die Decke. Lins Wohnung. Lins zu Hause. Ein kleines Mädchen und ein Hündchen wohnen anscheinend ebenfalls hier. Da das kleine Mädchen den Hörer in das Aquarium hat fallen lassen, funktioniert die Telefonleitung nicht. In der Decke war eine Spieldose versteckt. Und ich frage mich gerade, ist das nur ein Zimmer oder ist das die gesamte Wohnung? Und wenn es die gesamte Wohnung ist, wo gehen die aufs Klo und wo schlafen die? Weil irgendwie habe ich da nur ein Sofa gesehen, wo man eventuell drauf schlafen könnte. Achso, das ist das alte Haus von Camilla, ne? Der Ort, an dem vor 5 Jahren Camillas Mutter ermordet wurde. Die Brandspuren, die Kommissar Jode versteckt hat, beweisen, dass in diesem Raum eine Mordmaschine benutzt wurde. Das Büro des besorgten Mannes. Das Büro des Justizministers. Nachdem er alles enthüllt hat, scheint er einen Moment der Ruhe zu finden. Aber schon bald wird er sich wieder die Haare raufen. Vielleicht sollte er sich einen anderen Job suchen, der ein bisschen entspannter ist. Sonderkommission. Das Hauptquartier der Sonderkommission. Der Chef wackelt wie immer mit den Zehen. Lynn, die auf dem Band der Sicherheitskamera zu sehen war, wurde anscheinend von jemandem kontrolliert, um mich zu erschießen. Beobachtungsposten im Park. Der Temsig Park. Der Park, in dem ein... Oh, wo alles begann. Interessant. Ich glaube, da lese ich 2 Sachen vor. Einmal Beobachtungsposten im Park. Der Park wurde zu einem stillen internationalen Schlachtfeld um den Temsig-Meteoriten, der vor 10 Jahren hier abstürzte. Den Park in ein Wohngebiet zu verwandeln, war nur ein Vorwand, das eigentliche Ziel war es, den Meteoriten zu beschützen. War es nicht das eigentliche Ziel, den Meteoriten zu klauen? Deswegen wurde er in ein Wohngebiet verwandelt, weil man ihn dann einfach entfernen konnte? Wo alles begann. Der Park, in dem ein mysteriöser Meteorit namens Temsig vor 10 Jahren abstürzte. Hier begann die Geschichte jedes einzelnen Schicksales heute Nacht. Es ist eigentlich schade, dass wir die gesamte Story, die wir erlebt haben, die ganzen Ereignisse, haben wir eigentlich zunichte gemacht. Das heißt, alles ist gar nicht passiert. Es ist irgendwie ein bisschen traurig, aber andererseits natürlich schön, weil die Schicksale so geändert wurden. Aber, naja. Kontrollraum. Dieser Raum verschwand plötzlich von Rest des U-Boots. Also irgendwie hat da keiner Korrektur gelesen. Oder nur sehr schlecht. Zusammen mit Jode, dem maskierten Mann und der Leiche des Mannes in Rot. Aus Angst vor einer kleinen Möglichkeit hat der alte Mann ihn abgetrennt. Jetzt hat sich sein Zweck erfüllt. Ja, das war's. Mehr haben wir nicht. Also irgendwie fehlt da, glaube ich, so ein bisschen was. Also unter anderem der Maschinenraum vom U-Boot fehlt mir noch. Aber nur gut, ich will mal nicht so sein, dass wir halt einfach keine Informationen bekommen.
Ja, das war's. Was ich hier noch malen kann, ja gut, Kapitel auswählen habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt, oder? Dass ich hier in ein beliebiges Kapitel springen kann und das alles nochmal auswählen. Von Kapitel 1 bis Kapitel 18, beziehungsweise letztes Kapitel. Und ansonsten dort kann ich nochmal den Spielstand löschen, das werde ich aber tunlichst sein lassen. Ich kann, wenn ich auf Fortsetzen klicke, geht das Spiel übrigens von vorne los, weil ich es ja durchgespielt habe. Das heißt, ich fange nicht im letzten Kapitel an, sondern ich fange wieder von ganz vorne an. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel, was ich euch zeigen kann. Im Grunde gibt es gar nichts mehr, was ich euch zeigen kann. Deswegen werde ich mal die Folge hier beenden und damit auch das Kapitel Ghost Trick. Ich hoffe, es hat euch noch gefallen, hier das einmal zu sehen. Und es war hoffentlich nicht zu langweilig. Und wir sehen uns dann bestimmt mal in einem anderen Projekt wieder. Also, bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen.